Hallo Skorpion, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich, für den Monat April, für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Skorpion. Fünfte Kelchen, Skorpion. Fünfte Kelchen ist ja, Wasserelement wie du. Wasserelement, ja, also wir reden über die Emotionen. Ist eine Karte, die eine Traurigkeit zeigt, ja. Irgendwie man ist traurig, eine Situation der Vergangenheit. Es kann mit Gedanken zu tun haben, Gedanken oder eine Nostalgie für die Vergangenheit. Etwas, was da geschehen ist. Irgendwie, es kann über einen Verlust reden. Ja, ich habe eine Person verloren, zum Beispiel in der Familie oder eine Freundschaft, eine Person, die nicht mehr in diesem Leben ist. Ja, also das kann hier mit den Gedanken, Erinnerungen zu tun haben von einer Situation, die eigentlich schon geschehen ist. Ja, also ich sage nicht, dass das jetzt passieren wird, sondern es ist bereits geschehen. Diese Karte spricht ja über eine Vergangenheit, also von da aus eine Situation, die ich hinter mir habe. Ich erinnere mich an diese Situationen, ja, und es macht mich irgendwie traurig. Nochmals, eine Karte, die sehr emotionell ist, ja, spricht eigentlich über deine Energie, muss ich dazu sagen, ja. Skorpion, es ist sehr verschieden, wir schauen jetzt weiter. Und wie gesagt, es hat mit einem Verlust zu tun. Ich muss dazu sagen, diese Karte kann auch über einen Loslassen reden, ja. Also eine Situation der Vergangenheit, die mich traurig macht irgendwie, ja, aber ich lasse los. Wenn man loslässt, man kommt in diesen Zustand, ja. Also wenn ich in diesem Loslassen bin, bin ich in diesem Zustand eigentlich. Was will ich damit sagen? Eigentlich loslassen ist positiv, ja. Alles, was mit Loslassen zu tun hat, ist immer positiv. Aber am Anfang, ich meine, es ist immer mit dieser Energie hier verbunden, von Traurigkeit, vom Schmerz, ja, also eine emotionelle eine Instabilität. Es ist keine Stabilität hier, emotionell gesehen, ja. Rat des Schicksals. Sternzeichen Schütze ist stark hier zu spüren, Skorpion. Das ist hier Sternzeichen Schütze. Für mich spricht auch für Sternzeichen Fische, aber Steinbock nämlich auch. Zwilling. Waage. Fische. Wow, Gefährte. Schau mal, wie viele großen Arkanen. Schau mal bitte, wie viele großen Arkanen. Wir sehen hier schon eine komplizierte Situation bei dir, Skorpion. Eine komplizierte Situation zeigt sich schon hier. Und ich denke, wir reden hier über eine familiäre Situation auch, wo eine dritte Person da hier zu sehen ist. Eine dritte Person kann über eine Dreierbeziehung reden, aber auch über einfach die eigene Mutter oder Vater, eine Person, die sich reinmischen möchte in eine Situation,
sich reinmischen möchte. Es ist verschieden, aber ich sehe hier schon eine familiäre Situation, ja. Sogar eine toxische familiäre Situation, ja, was mit einer Person zu tun hat. Also, Skorpion, die Gedanken sind da, die Erinnerungen sind da. Wenn du mir sagst, also eigentlich, das wird für mich nicht reden. Ich bin nicht die Person, die sich so fühlt, von wegen, ich bin traurig oder ich vermisse etwas oder, nee, eigentlich nicht. Weil es kann möglich sein, Skorpion, dass eine Person im Monat April an dich doch denkt. Ja? Wenn du das hier nicht bist, nochmals, Sternzeichen Schütze ist hier sehr stark zu spüren. Schütze, es kann nämlich Fische, Steinbock, Zwilling, Waage. Wenn du sagst, das bin ich, nicht ich, das ist eine Person, die wirklich an dich denkt. Ja. Und ja, an dich denkt tatsächlich. Und diese Person kennst du sehr gut. Mit dieser Person hattest du schon etwas gehabt. Ja. Feuerelement, Sternzeichen Schütze, aber auch Sternzeichen Widder oder Sternzeichen Löwe. Feuerelement ist hier. Ich muss dir sagen, auf den Würfeln kam Sternzeichen Löwe. Sternzeichen Löwe kam schon auf den Würfeln, ja. Schütze und Widder ist hier. Aber ich sehe schon eine ziemlich komplizierte Situation hier bei dir, Skorpion, ne? Mit dieser Person. Etwas Kompliziertes ist hier. Eine starke Anziehung, eine sehr leidenschaftliche Energie, aber irgendeine toxische Situation gibt es hier schon zu spüren, ne? Augenblick bitte. Und natürlich eine karmische Situation, ja. Sternzeichen Stier auch. Viele große Arkanen, gerade hier bei dir. Viele große Arkanen. Wir reden nicht über eine Routine. Wir reden über eine wichtige Situation in deinem Leben. Ja, sehr wichtig. Und wir reden über eine karmische Situation. Das heißt für dich, in diesem Fall, was ich hier habe, spricht für eine Situation, die von einem anderen Leben kommt. Ja? Eine Erfahrung, die sich wiederholt. Es gibt hier eine Wiederholung von einer Erfahrung mit einer Person. Es wiederholt sich immer wieder. Eine karmische Situation, die nicht von diesem Leben kommt. Das ist das, was ich hier spüre, sehr stark. Deswegen fühlt sich diese Situation so intensiv, ja. Es ist so intensiv, so leidenschaftlich, die Energie hier. Weil nicht von diesem Leben kommt, ja. Das muss ich dazu sagen. Skorpion, tatsächlich muss ich dir schon sagen, Luftelement ist in dieser Legung auch sehr stark zu spüren. Luft. Egal ob Sternzeichen Zwilling, Sternzeichen Waage oder Sternzeichen Wassermann. Egal welchen Sternzeichen von diesem Luftelement, aber es ist sehr stark hier zu spüren. Wir haben sehr viele Schwerter auf dem Tisch. Also doch Luft, ja, Luftelement. In der Mitte habe ich siebente Schwerter. Und du siehst, siebente Schwerter sprichst du über eine Person, die irgendeine Handlung machen möchte, aber nicht gesehen werden will. Ich möchte etwas machen, aber ohne gesehen zu werden. Oder sonst, ich habe eine bestimmte Strategie, ich möchte etwas machen, aber ich sage es niemand. Also es ist hier eine Situation, die man machen möchte, aber ich behalte es für mich. Also ich teile es mit niemand. Ja. Luftelement. Siebente Schwerter ist eine Karte, die über eine Handlung spricht. Vielleicht eine Strategie auch, aber nochmals, das behalte ich für mich, ich sage es niemand und irgendeine Situation gibt es hier. Ja, diese Karte, es kommt jetzt drauf an, wir müssen weiter schauen, Skorpion, diese Karte kann nochmals, ja, mit einer dubiosen Situation zu tun haben. Eine dubiose Situation.
Schau mal, mit diese Karte, die Karte, die diese hier kreuzt, ist ein König der Schwerter. Und du siehst jetzt, Skorpion, König der Schwerter und sieben der Schwerter. In der Mitte bei dir viele Schwerter und du bist ja Wasserelement. Also diesen Luftelement bei dir ist stark zu spüren. Sternzeichen Zwilling, Wassermann, Waage, sicher musst du irgendwie mit so einem Element zu tun haben. Außer du sagst mir, nein, ich habe wirklich sehr viel Luft in meinen astrologischen Chart. Ich habe sehr viel Luftelement. Dann kann das deine Energie auch sein. Weil sonst, wie gesagt, ist eine sehr mentale Energie, sehr analytisch. Ich spüre hier die Stille eigentlich. Man weiß ja, also Luftelement ist ja, steht für Kommunikation da. Aber in dem Fall hier, in der Mitte, in dem Fall, habe ich eine Person. Ich weiß nicht, wie du mit dieser Beschreibung jetzt in Resonanz kommst, aber ich sehe hier eine Person, die sehr analytisch, sehr, wie sage ich, etwas mysteriös, ja. Eine Person, die etwas mysteriös ist, eine Person, die nichts sagt, also es gibt hier gar keine Kommunikation in Wirklichkeit. Diese Person hier kommuniziert nicht, wird eine Handlung machen, aber ohne irgendetwas zu sagen, ohne irgendwie hier. Also die Energie zeigt sich, würde ich sagen, etwas dubios. Das muss ich dir schon sagen. Die Energie zeigt sich schon etwas dubios. Und Skorpion, diesen König der Schwerter, ist bei dir in eine Blockade. Du hast diesen König der Schwerter in eine Blockade. Ja. Und irgendwie eine Person ist am Nachdenken, ja. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich es in dieser Situation, in diesem Fall, wie mache ich? Ich weiß nicht, was das hier ist, aber wenn ich dir sage, dass die Energie hier sich sehr dubios zeigt, kannst du mir glauben. Wir schauen weiter, ja? Augenblick bitte, Skorpion. Fünfte Münzen. Fünfte Münzen sprichst du über einen Verlust, Mangel, ja, in den Finanzen hier oder einer Person, irgendwie nochmals, einer Person fühlt sich in der Kälte oder man hat hier eine Person in der Kälte gelassen. Einer Person fühlt sich, geht es nicht gut. Also hier habe ich fünfte Münzen und du hast gesehen, fünfte Kerlchen zeigt sich nämlich auch, Skorpion. Die Nummer fünf, fünf. Ja. Also, wie soll ich das am besten sagen? Du wirst im Monat, das ist gerade, was ich hier spüre, kann sich die Legung ja spiegeln für die Crosswatchers, kann sich natürlich gerne spiegeln, aber das kann ich ja nicht wissen. Ich sage dir jetzt direkt tatsächlich, was ich hier spüre. Du wirst mit einer Person zu tun haben im Monat April, einer Person, die wirklich dich vermisst, an dich sehr viel denkt, ja, und dich vermisst. Aber irgendwie, ich spüre hier eine sehr niedrige Schwingung. Und das ist vorerst nicht gut. Ja, also das muss ich ja schon sagen. Wenn eine Person auf mich zukommt oder zu mir wiederkommt, zurückkommt, weil diese Person irgendeinen Mangel hat oder im Verlust ist, das ist für mich nicht gut. Ja. Wenn das hier der Grund ist. Die Person muss zu mir kommen, wenn dieser Person gut geht, natürlich. Also diese Person soll nicht an mich denken, wenn die Person schlecht geht. Ja, wenn die Person gut geht, soll an mich denken und auf mich zukommen. Aber nicht, wenn die Person schlecht geht. Verstehst du, was ich meine? Weil dann diese Person wird mir nichts Gutes bringen eigentlich, nur Problemen oder Konflikten, weil die Energie zeigt sich wie ein Konflikt hier tatsächlich. Ja?
Ich spüre hier Konflikte, Skorpion. Das ist, was ich hier spüre. Konflikte. Warum? Weil die Nummer 5 doch nach Konflikten deutet, zu Konflikten deutet und Veränderungen. Also ich spüre hier Veränderungen in dieser Energie bei dir. Und das hat mit einer Person zu tun. Das ist schon mal sicher. Was ich spüre, ist, dass eine Person, die du sehr gut kennst, der Vergangenheit in deinem Leben wieder zurückkommt. Aber in keinem guten Zustand. Diese Person kommt in... Also diese Person hat sich nicht verändert, in wenigen Worten. Ja? Diese Person hat sich nicht verändert. Diese Person kommt genau in der gleichen niedrigen Schwingung, als diese Person gegangen ist. Und von da aus, das wird nicht für dich gut sein, sondern schlecht. Für deine Energie ist das nicht positiv, das ist negativ. Ja. Alles, was negativ ist, braucht auf mich gar nicht zu kommen. Kann da bleiben, wo die Person war. Braucht zu mir nicht zu kommen. Du kannst zu mir kommen, wenn es dir gut geht. Du brauchst zu mir nicht zu kommen, wenn es dir schlecht geht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Skorpion, aber ich würde zu niemandem hingehen, wenn es mir nicht gut geht. Ich würde erstmal meine Probleme lösen wollen. Ich löse meine Probleme erstmal, bevor ich auf eine Person zukomme, also zugehe, ja. Deswegen, es gibt hier so eine Person, eine Situation gibt es hier. Hier sehe ich einen König der Münzen. Das kann für dich, Skorpion, das kann für eine Gruppe, könnte das sogar der Vater oder die Mutter deiner Kinder sein. Für eine Gruppe ja, aber nicht für alle. Oder sonst diese Person, die einen Chef, eine Chefin ist, die momentan auch nicht gut geht. Oder eine Person, die sogar in einer familiären Situation sich befindet und trotzdem wieder auf dich zu dir kommt, aber dieser Person geht es nicht gut. So eine Situation ist hier. Augenblick, bitte, Skorpion. Ich hole mir noch ein paar Karten jetzt von mir. Ja. Oder wir reden hier über eine Krankheit. Das kann auch nämlich sein, dass eine Person hier krank ist, Skorpion. Diese Karte heißt, was du immer wissen wolltest. Was du schon immer wissen wolltest. Es kommt hier irgendeine Information, oder? Also Skorpion, mit 7 der Schwerter kommt die Karte 2 der Stäbe. Und den Satz, bereit für eine neue Welt. 2 der Stäbe, 7 der Schwerter. Eine Person hat hier etwas vor. Und das ist schon mal sicher. Also eine Person bereitet sich hier für etwas. Eine Handlung. Diese Person ist noch am Nachdenken. Also das ist das Gefühl hier. Ich bin noch am Nachdenken. Diese Person hier macht die Handlung noch nicht, aber diese Person macht eine Strategie hier oder ist am Nachdenken, was ich hier jetzt mache. Ja, eine Handlung möchte eine Person hier machen. Mit diesem König der Schwerter kommt Ritter der Münzen und die Karte, diese Karte hier. Steht drauf, Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. Vielleicht hast du mit Sternzeichen Krebs zu tun. Diese Karte spricht über Tabakrauch, spricht über eine toxische oder einen Suchtverhalten. Ja. Diese Karte spricht über Suchtverhalten. Vielleicht manche, eine komplizierte Situation sehe ich hier. Vielleicht sogar Situationen, was mit der Polizei zu tun hat. Eine Person hat mit der Polizei auch Probleme gehabt, wegen manche Situationen. Skorpion, ich sehe hier eine Energie, die Zeit nimmt, langsam ist und in eine Blockade ist. Ich sehe hier eine Energie, die aus einem bestimmten Grund langsam ist und Zeit braucht.
Ich spüre hier eine juristische Situation, nämlich auch eine Person, die vielleicht sogar mit der Polizei Probleme hat. Eine Person, die eine juristische Situation lösen muss. Lösen muss, ja. Ich spüre schon eine komplizierte Situation hier mit einer Person. Das spüre ich schon. Und diese Situation hier, was vielleicht sogar mit der Polizei zu tun haben kann oder mit einer juristischen Situation, kostet auch Geld. Also in manchen Fällen einer Person, die hier was auszahlen muss, ja. Deswegen fünfte Münzen. Es gibt hier einen Verlust oder Mangel in den Finanzen. Eine Person, die tatsächlich mit der Polizei Probleme hat, eine juristische Situation hier lösen muss, viel Geld auszahlen muss. Ja, tatsächlich, so spüre ich das hier. Sogar eine Krankheit, das sehe ich nämlich hier auch. Eine Person, die eine Operation hinter sich hat, eine Person, die ja, mit der Gesundheit hier zu tun hat. Diese Energie, die ich hier habe, Skorpion, ist bei dir in einer Blockade. Es kann über eine Person reden, ja, weil die Energie zeigt sich. Ja. Also, Skorpion, ich spüre hier eine komische Energie. Das muss ich dir schon sagen. Also hier zeigt sich eine dubiose Energie, die du von deiner Vergangenheit kennst. Eine Person, die dich spioniert, beobachtet, das kannst du mir glauben. Eine Person, die vielleicht in eine andere Stadt oder Kontinent lebt. Hier ist das Wort die Welt. In manchen Fällen gibt es hier eine geografische Distanz oder eine Person, die in einem anderen Land oder Kontinent lebt. Eine Person ist hier sehr, sehr dubios. Schaue bitte, was wir in deiner Unbewusstheit haben. Ritter der Stäbe, die Herrscherin und diese Karte von mir, einer Person, die im Garten arbeitet, oder das ist Erde-Element. Sternzeichen Stier ist hier sehr stark zu spüren. Stier, Steinbock, Jungfrau. Ich spüre hier eine Person, die sehr, sehr kreativ ist, sehr viel arbeitet, einer Person, die selbstständig ist in manchen Fällen, einer Person mit sehr viel Kreativität, sehr viel Kraft, Energie, eine Mutter, einen Vater, einer Person, die, ja, ich spüre sehr viel Reichhaltigkeit in dieser Energie, eine hübsche Person nämlich auch. Ja, sehr, in deiner Unbewusstheit gibt es eine sehr wichtige Energie hier, ja, beschreibt einer Person nochmals, die entweder selbstständig ist, sehr viel arbeitet, eine eigene Firma hat, oder einfach einer Person nochmals, die sehr kreativ ist, wie gesagt, eine Mutter, einen Vater ist, und sehr viel Energie hat, sehr viel Energie. Skorpion. Für eine Person bist, also das Gefühl wäre hier, du bist sehr hübsch, ja. Du bist sehr hübsch, ich habe für dich eine starke Anziehung, also diese starke Anziehung ist hier zu spüren, ja, von einer Person. In deinem Bewusstsein zweite Schwerter, zehnte Stäbe. Und die Karte, diese Karte hier steht, für meine Karriere brauche ich Know-how in Wirtschaft und Touristik. Hier sieht man das, die Arbeit. Vielleicht eine wichtige Entscheidung, Skorpion, die man hier treffen möchte. Ich möchte loslassen, ich möchte was anderes machen. Warum sage ich? Weil hier habe ich die Karte der Arbeit, der Karriere, Berufsleben. Und diese hier spricht nämlich auch über das Berufsleben, Karriere, Arbeit. Also gerade spüre ich hier die Arbeit bei dir. Genau wie die Herrscherin. Die Herrscherin spricht natürlich auch über die Arbeit.
Ja, über was Neues. Skorpion, in manchen Fällen möchtest du was Neues anfangen, was Neues machen. Ja, denn vielleicht gibt es da, wo du bist, eine Ausnutzung. Du wirst da ausgenutzt. Also du möchtest deine Arbeit wechseln oder du möchtest einen Last loslassen, was Neues anfangen. Hier kommt eine komplizierte Entscheidung. Ja, eine komplizierte Entscheidung gibt es hier. Interessant, gerade spüre ich Sternzeichen Stier für KW 13. Für KW 13 kam die gleiche Energie bei Sternzeichen Stier. Also diese komplizierte Entscheidung in eine Situation. Es kann mit Beruf für dich zu tun haben, für dein Berufsleben. Es könnte aber sogar mit einer Mutter zu tun haben. Ja, das ist hier eine wichtige Entscheidung treffen muss. Die Nummer zwei der Schwerter, zwei der Stäben. Die Nummer zwei zeigt sich hier oft, dass ja. Irgendwie das Gefühl wäre hier, man möchte eine Entscheidung treffen. Man möchte loslassen und eine Entscheidung treffen. Das ist das Gefühl hier. Das ist das Gefühl hier. Ich möchte eine bestimmte Situation in meinem Leben loslassen und eine Entscheidung treffen, aber darüber rede ich mit niemand. Das behalte ich für mich. In deine Vergangenheit, Skorpion, du hast deine eigene Energie. Diese Karte spricht auch für Sternzeichen Skorpion. Sehr stark. Wasserelement wie du. Du siehst ja, diese Person ist in Balance. Ja, ich bin in meiner Mitte. Und ich lasse nicht zu, dass eine Person mich aus diesem Gleichgewicht bringen kann. Ja? Begleitet mit 8 der Stäbe. Und diese Karte. Also diese Karte hier hat mit einer Reise zu tun. Das ist ein Flugzeug hier, einen Koffer. Diese Karte hat auch mit Kommunikation zu tun. Ich spüre hier sehr stark bei dir die Heilung, Skorpion, denn der König der Schwerter, du siehst, der König der Schwerter meditiert, macht eine Meditation, entspannt, ja. Hier könnte ich eine Klinik haben, ein Krankenhaus oder eine Klinik oder einen Ort, wo ich meditieren kann oder heilen kann sogar. Skorpion, das Gefühl hier wäre, entweder brauche ich eine Reise, da, wo ich Urlaub machen kann oder wo ich einfach entspannen kann, ausruhen kann. Ich möchte ausruhen, ich möchte meditieren, ich möchte für mich sein, in Ruhe sein. Du siehst ja, hier sieht man niemand. Hier ist niemand zu sehen. Ist leer. Der König der Kelchen ist auch allein. Das Gefühl wäre hier, ich möchte allein eine Reise machen. Ich möchte allein irgendwo hingehen, wo ich entspannen kann, wo ich ausruhen kann. Vielleicht möchte ich auch eine Kur machen in einem Ort, wo ich nochmals mit niemandem bin, einfach ich allein bin und ausruhen kann. Das würde ich sehr gerne machen. Das ist das Gefühl hier. Also, Skorpion, ich spüre hier einen Loslassen. Deine Energie spricht sehr stark über einen Loslassen. Das hier, aber fünfte Kelchen nämlich auch. Fünfte Kelchen spricht über einen Loslassen. Ich lasse los. Ich lasse toxische Situationen in meinem Leben los. Ich lasse karmische Situationen in meinem Leben los. Tatsächlich. Skorpion, es bieten sich neue Türen. Neue Türen öffnen sich für dich. Neue Möglichkeiten bieten sich für dich. In Bezug Arbeit oder in andere Situationen. Aber ich finde deine Energie sehr positiv. Das muss ich dir schon sagen. Ich spüre hier eine Person, die an sich selbst dran gearbeitet hat. Ja, also ich bin in meine Selbstliebe. Ich bin in meine Selbstliebe, ich bin in meine Mitte, ich meditiere. Ja, ich würde gerne in so eine Heilungskur gehen,
wo ich für mich ganz allein bin, wo ich ungestört für mich sein kann, ja. Und das ist eine starke Energie hier von Heilung, ja, Skorpion. Sehr stark sogar. Ich weiß nicht, wie du das hier siehst, ja. Aber irgendwie spüre ich hier natürlich eine sehr reife Energie. Weil, Skorpion, wenn wir in diesem Punkt von uns selbst gelangen sind, also gekommen sind, heißt das ja, dass wir in diesem spirituellen Weg sind, dass wir wach sind, in diese Heilung sind. Und das ist natürlich sehr positiv, weil eigentlich, wie ich immer sage, der Grund, der Hauptgrund, warum wir in diesem Leben sind, oder so sehe ich das, weil du weißt ja, es gibt keine, wie sage ich, eine Wahrheit oder die absolute Wahrheit gibt es ja nicht am Ende. Aber für mich der Grund, warum wir hier sind, ist, um diesem Loslassen zu lernen, natürlich. Ja, also ich lerne, ich muss diesen Loslassen lernen. Ich muss lernen, dass ich niemanden brauche, dass ich eigentlich alles in mir schon alles habe, was ich brauche. Und das ist diese wichtige Lektion im Leben, diesen Loslassen lernen. Und dann alles wird anders. Dann ist das Universum auf unserer Seite und wir bekommen Hilfe, ja, in den nächsten Schritten. Aber der erste Schritt muss ich machen, indem ich sage, ich lerne das Loslassen, ich lerne es und mir ist bewusst, dass ich niemanden in meinem Leben brauche. Ich brauche tatsächlich niemand, ja. Also hier ist ja niemand, hier ist ja niemand, nur du allein, du bist ganz alleine da. Und hier ist nur ein Koffer, also du machst alleine eine Reise. Wenn, machst du das ganz alleine, ja, und das kann mit einer Heilungskur zu tun haben. In deine Zukunft, vierte Schwerter mit 9. Stäben. Und rauche nicht tödlich. Also Skorpion, irgendeine Sache gibt es hier mit dem Rauchen, sicher. Und in manchen Fällen mit Drogen zu tun. Ne? Also das Wort Rauchen ist hier, das Wort Rauchen ist hier. Ich spüre hier schon eine toxische Situation, egal worüber wir jetzt hier reden. Natürlich kann ich hier auch mit Drogen zu tun haben. Natürlich muss das nicht mit dir jetzt zu tun haben. Es kann, aber die Energie zeigt sich und deswegen sage ich das. Ich spüre sehr stark hier eine Heilung, eine Heilungskur einer Person, die einfach sagt, ich entgifte mich. Ich werde in einem Ort hingehen, wo ich mich entgiften kann. Ja, das kann von mir aus irgendeine Klinik sein, wo ich sage, und Achtung, also hier zeigt sich als Suchtverhalten, zeigt sich hier den Rauchen. Aber ja, natürlich ist nicht für uns allen das Rauchen. Für eine Gruppe hat das irgendwie mit einem anderen Suchtverhalten zu tun. Es kann Alkohol sein, es kann natürlich Zigaretten, Drogen, Alkohol, ja, sogar Sex sein. Oder einen anderen Suchtverhalten, ja. Also auf jeden Fall, ich spüre eine Art von Heilungskur. Sehr stark, einen Ort, wo ich mich entgiften kann, wo ich heilen kann. Einen Ort, wo ich eine längere Zeit sein werde. Zum Beispiel, dass ich sage, ich bleibe da 6 Monate, 6, 8 Monate. Ja, ich bleibe so 8 Monate in diesem Ort, damit ich heilen kann. Das Gefühl hier, Skorpion, das Gefühl hier gerade bei mir ist, eine Person ist am Heilen in so einem Heilungskur und jemand erkundigt sich über dich. Jemand möchte wissen, wo du bist. Man möchte wissen, wo du bist. Jemand spioniert dich, jemand will von dir irgendwie Informationen holen, jemand möchte von dir wissen, Informationen holen.
Skorpion, ich weiß natürlich für deine Energie jetzt direkt für dich nicht so genau, was das so heißen könnte, aber wenn du mich fragst, was ich hier spüre, ist eine Person, und ich meine, das ist ja deine Energie, Skorpion, also von da aus, wir reden ja für dich, also eine Person, die allein ist. Und du kannst mir von mir aus sagen, nein, nein, ich habe eine große Familie, ich habe viele Menschen rund mir, aber du bist am Ende allein. Also ich sehe dich allein hier. In eine Heilung, in eine Meditation. Du bist irgendwie eine Stufe weitergekommen. In deinen spirituellen Weg bist du eine Stufe weitergekommen. Ja. Ja, tatsächlich. Ich denke, du wirst dich von manchen Bekannten oder die sogenannten Freunden Abstand halten, Distanz nehmen. Von Menschen, die toxisch sind. Oder, ich sage jetzt mal so, von toxischen Situationen wirst du Distanz halten. Weil, wie ich immer sage, für eine toxische Situation gehören immer zwei Menschen, Minimum zwei Personen, für eine toxische Situation. Das heißt, ich bin auch dafür. Ja, also am Ende sind nicht immer die anderen. Ich werde ja auch wohl einen Teil da bringen von mir, ja. Also von da aus, es liegt ja nicht immer an den anderen auch, sondern ich an mir auch. Das Gefühl, was ich hier habe, ist, dass du Distanz hältst von manche toxische oder Suchtverhalten oder toxische Situationen oder wie auch immer. Sogar nochmals eine Entgiftung, weil Skorpion, ich könnte hier schon eine Krankheit sehen. Ich könnte hier schon eine Krankheit sehen. Ne? Wann kommen Krankheiten? Ja, wenn das Universum sagt, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Entweder senden wir dir ein Zeichen, damit du merkst, aha, vorsichtig hier, weil etwas mache ich ja falsch. Ne? Also das Universum sendet Zeichen, um dir zu sagen, sei vorsichtig. Wenn ich zum Beispiel krank werde, es ist nicht einfach jetzt ein Zufall oder umsonst. Nein, es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund, warum ich krank geworden bin. Es gibt einen Grund, was für eine Krankheit das ist. Alles hat einen Grund. Es ist nicht umsonst und auch nicht ein Zufall, dass ich jetzt plötzlich krank geworden bin. Einen Grund gibt es. In deine Gefühle gibt es Hoffnung. Skorpion, Hoffnung auf eine Gesundheit, begleitet mit sechster Stäbe und das Wort City. Diese Kombination spricht über Erfolg, über Gesundheit, über Energie, einen Umzug vielleicht, möchte man umziehen in der Stadt, also vielleicht lebe ich im Land und ich möchte in der Stadt umziehen, ich möchte einen Umzug machen. Sechste Stäbe und die Karte der Stern deutet auf Erfolg. Irgendwie, das ist, sind Wünsche, die man hat, Wünsche, Träume. Es gibt hier eine sehr positive Energie. Sternzeichen Wassermann, wie du siehst, Luftelement überhaupt. In deine Gefühle gibt es Hoffnung, gibt es irgendwie einen wichtigen Stern. Also die Situation bei dir steht unter einem wichtigen Stern. Sechste Stäbe und die Karte der Stern. Und das Wort City. Vielleicht die Buchstaben hier sind wichtig für dich. Diese Buchstaben. Für einen Namen oder. Also Skorpion, das Gefühl hier ist, dass du Veränderungen in deinem Leben möchtest. Du möchtest Veränderungen schon in deinem Leben. Du möchtest was Neues, was anderes. Ja, also du hast Hoffnung über wirklich was anderes. Und das ist wichtig, ne? Das ist wichtig. Sogar einen Umzug, nochmals. Eine Heilung. Schau mal, was du von außen anziehst. Drei der Schwerter. Es gibt eine Heilung hier, Skorpion, weil Drei der Schwerter spricht ja über einen Schmerz. Aber so wie ich die Energie verstehe, man ist hier am Heilen.
begleitet mit 4 Münzen. Und eine Person, hier sieht man eine Person, Skorpion. Vielleicht gibt es eine Ähnlichkeit hier mit dir selbst oder mit einer Person. Es kann auch ein Mann sein. Aber du siehst, ich sehe hier eine Trennung, einen Schluss. Eine Person, die sich schützen möchte, das ist das Gefühl hier. Ich schütze mein Herz. Ich möchte nicht mehr verletzt werden. Ich schütze mich und mein Herz. Das ist das Gefühl hier. Das ist das Gefühl hier. Skorpion, schau bitte jetzt. 6. Münze, die Karte der Magier, Sternzeichen Zwilling, Jungfrau und eine Schwangerschaft. Das Gefühl hier Skorpion, ist was Neues. Nochmals rede ich hier über was Neues. Also eine Schwangerschaft, sprichst du über was Neues. Der Magier nämlich auch, Nummer 0. Ich könnte hier über neue Projekte reden. Neue Projekte, du siehst ja Skorpion, also das hat mit Zeit, ist mit Zeit verbunden. Ich spüre hier eine Situation, wo du Hoffnung hast. Hoffnung ist hier zu spüren, aber auch mit Zeit verbunden ist. Das macht nichts, aber die Energie zeigt sich sehr positiv. Ich kann hier nochmals mit eine neue Arbeit zu tun haben, neue Projekte oder sonst mit einer neuen Person. Ja, es kommt drauf an. Das ist das Gefühl, was ich hier habe. Dass man wirklich hier was Neues anfangen möchte oder was Neues ist hier. Ja, die Karte der Magier. Skorpion, sehr stark für mich gerade hier. Ich spüre sehr stark die Energie von neuen Projekten. Sehr, sehr stark. Und das ist, was du dir auch wünschst. Du wünschst dir was Neues. Neue Projekte, einen neuen Zyklus, was Neues in deinem Leben, ja. Ja, Ergebnis, Skorpion, für deine Leben im Monat April, das Ergebnis, 3 Stäbe, 3 Kirschen und das Wort Top Secret. Die Nummer 3 und das Wort Top Secret. Gibt es hier eine Reise? Wie ich dir gesagt habe, reden wir hier für dich über eine Reise, die man machen möchte. Denn du siehst ja, hier habe ich eine Person. Also diese Person schaut dieses Swimbad oder wie gesagt das Meer. Also auf diesem Foto kann ich das Meer sehen und auf diesem Foto auch. Ich spüre hier eine Reise, eine Person, die sagt, ich möchte verreisen, aber das will ich ja niemand sagen. Also ich werde niemandem sagen, was ich vorhabe. Ich werde niemandem sagen, was ich vorhabe. Aber ich werde hier eine Reise machen. Ich werde für mich was machen, ja. Skorpion, natürlich könnte das hier auch mit einer Person zu tun haben. Ich meine jetzt aber, das könnte hier sogar eine dritte Person sein, das kann ich nicht anders, weil du siehst die Nummer 3 und die Nummer 3 und das Wort Top Secret, ja. Etwas möchte ich machen, aber ich werde es niemandem sagen. Und das hat hier auch mit einer Reise zu tun. Die Gedanken sind hier. Eine Person möchte hier eine Handlung machen. Die Gedanken sind hier sehr stark, ja.
Und bei dir, das Gefühl hier, Skorpion, ist fast eine Strategie, was ich hier sehe. Also das Gefühl wäre, ich möchte hier eine Handlung machen oder etwas machen, aber ohne dass die anderen es erfahren. Also ich mache es, aber ich möchte es niemandem sagen. Das ist ein Geheimnis hier. Das ist das Gefühl. Das ist das Gefühl hier. Auch was ich hier spüre ist, Skorpion, wenn man jetzt hier schon eine Entgiftung gemacht hat, zum Beispiel, ich bin bereits jetzt geheilt, ich habe eine Entgiftung hinter mir, in dem Fall, dass es schon bereits schon geschehen ist, ja, dass man schon losgelassen hat, man hat diese Heilung hier irgendwie. Dass man sagt, okay, jetzt möchte ich allein eine Reise machen. Ich möchte für mich irgendwo ja, ich brauche eine Reise, ich brauche hier weg, hier. Irgend so ein Gefühl ist da. Skorpion, für dich, von diesem Orakel kam für dich die Hüterin der Erde. Diese Karte ist sehr interessant und deswegen möchte ich gerne diese Karte dir vorlesen, ja? Also die Hüterin der Erde, da du deine Welt selbst mitgestaltest, bist du auch für ihr Wohl verantwortlich. Die Hüterin der Erde widmet sich der Fürsorge für die Erde und alles Lebendige. Ganz bewusst hält sie am heiligen Traum von einem Planeten mit sauberem Wasser und reiner Luft fest, auf dem alle Wesen friedlich zusammenleben. Erinnere dich immer daran, dass sich alles, was du tust, über 7 Generationen hinweg auswirkt. Aus dem mickrigen Traum von Ruhm und Erfolg bist du herausgewachsen und nunmehr bereit für den großen Wurf der Möglichkeiten eröffnet, die selbst deine kühnsten Erwartungen noch übertreffen. Streif dir den Mantel der Hüterin über und melde dich bei einer befreundeten Person, die sich in einer Notlage befindet und mit der du vielleicht länger keinen Kontakt mehr hattest. Kümmere dich um deine Haustiere und versorge auch die vierbeinigen Streuner auf der Straße mit Futter. Mach Ordnung bei dir im Hof, denn nicht zuletzt darin spiegelt sich dein Verhältnis zur Erde wider. Spinn den heiligen Traum weiter, der auch dein Privatleben wird erblühen lassen. Vergiss nicht, um das Ich allein geht es jetzt nicht mehr. In dem Maße, in dem du dich deines Körpers annimmst, kümmerst du dich auch um Mutter Erde. Beginne also bei dir selbst, bei deiner Gesundheit. Was steckst du dir alles in den Mund? Führst du dir Speisen oder Gedanken zu, die dir eher schaden? Hör noch heute damit auf und fange an, Dinge zu tun, die dir gut tun. Tatsächlich. Also Skorpion, ich glaube, diese Karte, ich glaube nicht, also diese Karte synchronisiert sich sehr gut mit deiner Legung. Wir reden hier über die Gesundheit bei dir. Und diese Karte sagt dir, ja, was du eigentlich tun solltest, wie du dich ernähren solltest, also was du eigentlich, ich spüre hier schon eine toxische, manche Suchtverhalten, die wir in unserem Leben haben. Für eine Gruppe hat das mit dem Rauchen zu tun. Nochmals, wir haben über Rauchen, über Drogen, Alkohol, über anderen Suchtverhalten, die wir so haben, die wir aufhören, loslassen sollten. Und das ist hier in deiner Energie sehr stark zu spüren, die Gesundheit. Also doch, ich spüre diese Heilung hier bei dir. Ja.
Denn es ist nicht immer nur, dass man sagt, ich treibe Sport oder ich bin im Fitness, sondern das ist generell unseren Verhalten im Leben, in unserem Zuhause auch. Wie das Zuhause ist, ist alles irgendwie organisiert, ist sauber oder muss ich noch Ordnung zu Hause auch bringen? Irgendwie sind mehrere Sachen zusammen, ja. Irgendetwas ist hier, was die Karte, was die Energie uns sagen möchte. Und ich glaube, ja, ist diese Situation. Und das spricht eigentlich für uns allen, ja. Also das hat nicht nur jetzt nur mit Sternzeichen Skorpion zu tun. Ich glaube, das ist eine Situation, die für uns allen redet, dass wir halt manche Suchtverhalten loslassen, Sachen, die uns nicht gut tun. Und die Ernährung, dass wir mehr an diese Ernährung achten, natürlich. Ja, es ist wichtig. Ja, und tatsächlich, diese Karte spricht sehr viel für deine Energie. Ich muss dir sagen, genau, diese Karte kam für dich auch. Diese Karte spricht auch über negative Energien loslassen. Diese Karte spricht auch über eine Heilung, eine Reinigung in deine Energie. Einen loslassen und so weiter. Tatsächlich. Das ist die Karte der Reinigung, der Heilung. Dann eine Person hier, du siehst, diese Person raucht hier auch. Ja? Also hier sehe ich schon eine Heilung. Also mit dem Rauchen aufhören, Skorpion, das ist schon mal sicher. Wenn du überhaupt rauchst, ja. Diese Person tut sich auch schützen. Ich schütze mich. Ich schütze mich in manchen Fällen von manchen negativen Energien, toxischen Energien oder ja. Und diese Karte, Skorpion, diese Karte hat mit Wünschen zu tun. Wünsche, die in Erfüllung kommen. Das ist diese Aladdin-Lampe. Ja, die Lampe von Aladdin, die Wünsche realisieren, ja. Also hier siehst du auch das Meer. Ist sehr interessant. Hier sieht man auch das Meer, das Wasser, eine Insel. Ich weiß nicht, warum ich bei dir die ganze Zeit das Gefühl habe, dass man hier wirklich in eine Insel Urlaub machen möchte. Ich möchte Urlaub in eine Insel machen. Ich möchte ins Meer, ins Wasser. Das Wasser reinigt auch die Energie. Ja. Also das Meer, das Wasser reinigt nämlich die Energie. Du bist ja Wasserelement, Skorpion, und dir würde das Wasser sehr, ja, gut tun, ja, und heilen. Skorpion, tatsächlich, ich spüre hier bei dir ganz, ganz deutlich ein Gefühl von Loslassen. Loslassen, egal worüber, mit manchen toxischen Suchtverhalten, mit manchen negativen Energien, von manchen Menschen. Also loslassen. Alles, was dir nicht gut tut, loslassen. Ich spüre hier den Fokus um dich, dass du sagst, ich meditiere, ich heile, ich distanziere mich, ich lasse los, ich entgifte mich, ich mache eine Reise ins Meer. Ich werde niemandem darüber sagen. Vielleicht möchtest du mit einer Person das machen, dass du sagst, ich würde gerne eigentlich, ich würde gerne schon mit einer bestimmten Person diese Reise machen. Weil hier sehe ich schon eine, also hier bist du ja gar nicht ganz allein. Also hier sehe ich natürlich auch eine Freundschaft. Also dass du sagst, ich würde gerne, aber natürlich würde ich das niemandem sagen. Ja, es ist top secret, es ist ein Geheimnis, aber ich würde gerne schon mit einer Person im Urlaub gehen, mit einer Person ins Meer gehen. Das Gefühl ist auch da. Das Gefühl ist hier. Und dann nimmst du Distanz von manchen toxischen Situationen, manchen toxischen Verhalten. Skorpion, für mich persönlich ist deine Energie positiv. Ja, die Energie, die ich hier habe für dich für den Monat April, ist positiv.
Und so sollte sie auch bleiben. Ich meine jetzt, wenn wir in eine Entgiftung sind, ja, in eine Heilung, wir arbeiten an uns dran. Und so sollten wir immer peu à peu, Schritt für Schritt, immer weiter. Immer in kleinere Schritte. Wir müssen ja nicht von heute auf morgen eine große Veränderung machen. Das wird von uns auch nicht verlangt. Wir sind ja nur Menschen, ja. Also wir müssen das nicht, aber wir müssen eigentlich immer kleinere Schritte, peu à peu, immer peu à peu Situationen verändern und immer dabei bleiben. Ja. Manchmal ist das so, dass wir zwei oder drei Schritte nach vorne machen und wieder einen Schritt nach hinten und immer wieder so, aber das macht nichts. Ja, das ist kein Problem. Wichtig ist, dass wir uns zwingen, dabei zu bleiben in diese Heilung, in diese spirituellen Welt, dass wir weg, ne, dass wir uns dabei bleiben, in diesen Loslassen, in diesen Loslassen. Wir sind ständig am Lernen, Skorpion. Wir sind ständig am Lernen, am Loslassen. Wir sind ständig am Loslassen. Es gibt immer etwas, was wir loslassen werden, immer. Ob das jetzt mit dem Rauchen zu tun hat, mit Drogen, Alkohol, mit einer bestimmten Person, ob das irgendwie mit manche schlechte Gewohnheiten zu tun hat, mit mir selbst. Zum Beispiel, ich esse nur einmal am Tag. Und das ist für meinen Körper vielleicht nicht genug. Ich muss ein bisschen oft das essen. Also frühstücken, Mittagessen, und dann Abendessen. Und nicht sagen, ich esse den ganzen Tag gar nichts oder nur einmal am Tag. Also wir müssen schauen, wie unserem Körper, was unserem Körper braucht. Egal was das ist, wir sind ständig am Loslassen. Und die Energie hier finde ich positiv. Weil wenn wir spüren, ich spüre, ich muss hier was loslassen, das ist doch schon mal positiv. Das ist schon mal was positiv. Ich muss eine Person loslassen, weil die negativ ist, weil die nicht für mich ist. Das ist das Positiv. Und die Energie sagt ja hier tatsächlich, fokussiere dich um dich, lasse los. Und ich spüre hier, Skorpion, eine sehr positive Energie. Denn Fokus ist in der Zukunft. Fokus ist Zukunft. Fokus ist nicht Vergangenheit. Fokus ist Zukunft. Und so gehört sich das auch. Was will man überhaupt immer wieder in der Vergangenheit? Was ist das überhaupt? Ja, ich spüre eine sehr positive Energie bei dir, Skorpion. Das muss ich dir tatsächlich sagen. Du wirst nochmals, Achtung hier, Achtung, rote Fahne, wirst du natürlich mit einer toxischen Person der Vergangenheit im Monat April zu tun haben. Ja, wirst du. Ich sehe hier, dass du die Tür zumachst. Du machst die Tür zu, natürlich. Du wirst mit dieser toxischen Person, mit dieser Situation hier, wirst du nichts zu tun haben. Du machst die Tür nicht auf, ja. Also du bist hier nicht mehr da. Du bist nicht mehr da. Und das ist so super, Skorpion. Ja, also du kümmerst dich um dich. Ja. Das ist, was ich hier spüre, Skorpion. Wo ich vielleicht nur ein bisschen vorsichtig sein würde, ist, dass man hier kein Karma bewirkt mit Dreierbeziehungen oder so Sachen. Aber das ist ja jedermanns Sache. Also, ja, dass ich mit keiner Person zusammen bin, die in einer Beziehung ist, das würde ich nicht machen. Das wird nicht für uns allen reden, aber für die Person, die spricht, man muss aufpassen, dass man keinen Karma bewirkt. Das ist wahr. Also wenn du in einer Beziehung bist oder eine andere Person in einer Beziehung ist, dass man hier schon kein Karma bewirkt. Weil Karma am Ende sind Konsequenzen von unseren Taten und Karma kommt immer. Und das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß, tatsächlich nicht. Von da aus, das ist das Einzige, was ich hier vielleicht sagen würde. Im Negativ jetzt, negativ gesehen, ja, dass man versucht, hier in keine Dreierbeziehung zu kommen. Das ist, was ich denke, und so sage ich das, ja. Und wenn so eine Situation auf dich zukommt, dass du nicht mitmachst. Skorpion, das ist die Energie für Monat April. Ja, ich meine, die Energie für den Monat April, das ist, was ich hier habe.
Ich danke dir für deine Likes und für deine Abos, Scorpio. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.